Tee machen und den dann oben reinstellen. Ich? Manu, mal kannst du das nächste Mal ein bisschen leerer machen. Nur wenigstens ein bisschen. Ja, klar, das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Wieso, was ist denn jetzt los? Habe ich nicht mit Absicht gemacht, hat sie gesagt. Ja, ich weiß doch. Ich habe auch nicht behauptet, dass du es mit Absicht gemacht hast. Und ich habe auch nicht behauptet, dass du es böse gemeint hast. Ich habe es nur lieb gemeint, weil ich habe gestern zum Beispiel das Ding aufgemacht. Und ich bin halt so. Das Sphinx. Also das Ding musst du schneller aufmachen. Ja, hat aber auch nicht hart gesagt, dass ich einen Becher reingestellt habe. Ja, aber so. Ja, ist auch okay. Und ich so. Auf einmal so. Und ich so. Tee. Ist okay. Ja, meinte ich jetzt mal ein auf. Manu, bitte, ich habe jetzt keinen Bock zu diskutieren. Es ist morgens Manu, früh und ich habe einfach gesagt, ich mach's leerer, ja? Wie meine Ex, genau das Gleiche. Da sprichst du am besten eine Stunde gar nicht an. Ich habe das gar nicht böse gemeint. Ich habe doch auch gesagt, ich mache es leerer, okay? Nee, das regt mich so auf. Gestern werde ich angekotzt, dass ich meinen Becher draußen stehen lasse, was das soll. Und ich weiß schon, was ich... Nee, das kam gestern. Und das regt mich auf wegen einfach diesem Tee. Ich habe ihn jetzt da oben hingestellt, da oben in der Ecke steht er. Und ich trinke ihn heute im Laufe des Tages so, wie er ist. Ach Manu, bitte jetzt. Ich habe dir nicht gesagt, du sollst ihn nicht da reinstellen. Nee, ich habe auch einfach gar keinen Bock darüber zu diskutieren. Ich habe es jetzt einfach gesagt. Das ist auch keine Diskussion, sondern ich habe halt einfach nur... Ja, aber ich habe ja gesagt, dass ich jetzt überhaupt nicht darüber sprechen mag. Und deswegen habe ich einfach gesagt, der steht jetzt da oben, fertig, basta, okay? Jetzt muss ich mal nach dem Garten gucken. Ich habe 2 Kilo zugenommen. Nee, ich bin Sternchen. Aber es kann nicht sein, dass ich 5 Kilo zugenommen habe. Das kann die Waage stimmt nicht so ganz. Spinnst du? Innerhalb von einer Woche. Ja. Ja, aber 49. Also auf der Waage steht das. Aber 49 finde ich. Muss man eine Woche geht aber nicht 5 Kilo. Aber. Nee, gestern habe ich mich noch untergestellt. Stand da 90. Wann? Gestern. 9? Ja, da war ich schon drauf, dann hat es dich verzogen. Bestie. Das ist nicht Sternchen, das ist ein Bestie. Jedenfalls brauchst du ja keine Gedanken ums Gewicht zu machen. Also ist ja wurscht, nee, ich mach mir nur Gedanken steht um die Waage. Ich hab's Gewicht. Ich hab dir ja schon mal gesagt, wo sie rauskommt, Schlange. Ich möchte keine Schlange haben, ich möchte einen Berg Briefe haben. Nee, da steht eine Schlange. Willst du, ach, du bist so und ach, ach, ach. So, nein. Willst du mich, ach, ach, nein. Nee, die denken jetzt alle, ich wäre schon vergeben. Malex, Quatsch. Im Krückstock. Dass ihr zwar nichts anpasst. Nee, Mann. Nee, das würde, glaube ich, langfristig eine Katastrophe geben. Also, kein Spaß beiseite. Nichts gegen Alex. Aber wenn ihr zwei zusammenkommen würdet, mich jetzt nicht jucken hier. Also wirklich nicht. 0,0, nee, wie zum Beispiel die in Holland, dass sie so abgekackt haben. Das würde mich interessieren. Solange ihr nicht beim Essen immer umeinander knutschen müsstet, solange ihr beim Essen nicht umeinander fummeln würdet. Was würde denn? Scheiß doch drauf. Aber eins sehe ich nicht kapieren. Wie sich du. Also du als Person für den Alex hergeben, oder? Du bist so clever eigentlich, dass... Nee. Hab ich gar keine Bange vor. Es sind 11, es sind 11 Jahre Unterschied, okay. Ja, das wäre nicht das Ding. In den Jahren ist ja schon gar nicht mehr so. 11 Jahre Unterschied? Ich bin 26. Ja. Er ist 37. Das merkt man aber nicht. Was? Ach, er ist so alt. Nicht? Also vom Gesicht, vom Weiten her garantiert nicht, aber vom Gesicht her schon. Ich finde schon, dass man die 11 Jahre merkt, weil. Also, vielleicht nicht von der Reife, aber, aber vom Verbrauchtheitsgrad. Der Alex. Ja. Der hat schon ein bisschen mehr. Ups. Gelebt oder gefeiert. Ja. Jetzt traust du dich nicht da rein.
Die sollen erstmal kurz gehen, bis die ich gehen doch, wenn du da reingehst. Oder meinst du, warten jetzt? Ich mache das mit Absicht, die blockieren dir den Weg. Könnt ihr mal kurz weggehen? Das stellt sich der Arne auch noch dahin. Pass auf, der mag das nicht, wenn du seine Hände da irgendwie störst. Der ist auf Augenpicken ausgerichtet. Abgerichtet. Auf Hühneraugen. Warst du noch nie bei den Hühnern drin? Doch, dann? Mit Chicken Tom war ich da schon. Aha. Aber seitdem haben die sich total verändert. Ich warte nur, bis der Hahn weg ist. Guck mal, du hast ja sogar Schuhe und eine lange Jeans an. Wo sollen sie denn hinpicken? Okay. Jetzt, ja, gleich, cool, der zielt schon. Darauf? Ja. Oh. Der springt jetzt. Komm mal nicht drauf. Jetzt mach mal, ein Bein da hoch, los. Und jetzt hochziehen an den Arm, genau. Nee, das geht nicht. Ach komm, Manu, das kann doch nicht sein. Ich würde jetzt warten, wie wieder kacke, oder? Ja, ach, so eine Wiese da. Also. Ups. Shit, mein Mikro. So. Also, ein Bein hoch. Und los. Auf. So. Okay, danke. Bitte. Dann machen wir heute nur eine Übung Bizeps. Das reicht. Bei Bizeps machen wir so oft. Ich schneide jetzt so auf, wie die in Venezuela immer aufgeschnitten haben. Machst du das nicht so in Streifen und dann in Streifen schneiden? Also so in Stücke, meinst nee, du? Nee, rund abschneiden jetzt. Ja, ich schneide so rund ab und dann schneide ich hier die schräg die ganzen Streifen runter. Machst du erst die Schale ab immer? Ja. Das habe ich auch noch nie gesehen. Habe ich noch nie so gesehen. So wie ich das mache? Ja, ja, ich mache das jetzt so, wie ich das in Venezuela das gelernt habe. Wenn die Ananas jetzt Mumps hat. Oder Masern. Für mich sieht das aus wie moderne Bauernschnitzerei. Sieht das für mich aus. Aber so geht am wenigsten verloren. Moderne Bauernschnitzerei. Die Zuschauer, die haben bestimmt für uns draußen auch schon Namen. Dick und doof. Für uns zwei. So wie du dich fühlst. Ja, ja. So mal einer schlau raus werden, was du da veranstaltest. Was ist denn? Komm der Sache noch näher so. Komm wieder runter. Na los. Komm. Das ist schön, ne? Ja. Ja. Oh ja. Wem auch immer das Handtuch gehört, ist egal. Mach sie bequem. Nimm die Kralle aus meinem Hals.